Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, mit dem Schief-Account mal wieder unterwegs. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mit dem Account überhaupt mal wieder in einem Clan bin, denn mir sind in den letzten Tagen auch solche Sachen hier passiert. Ja, da ziehe ich mir auch einen halben Schuh von an, denn ich habe tatsächlich nicht die Clan-Beschreibung gelesen und da steht drin, dass man einen Probeangriff machen soll. Ich finde das ja nach wie vor unsinnig. Ich habe ja vorher genau gesagt, was ich machen will. Und ich denke mal, anhand meiner CK-Sterne, die ich hier nicht als Rathaus 3 oder 4er erkämpft habe, sieht man auch, dass ich schon angreife. Und einige waren sicherlich auch auf meiner Seite, haben vielleicht mal den einen oder anderen Kampf gesehen. Also da habe ich dann, ich hätte dann auch sicherlich meinen Probeangriff gemacht, war dann aber selber so ein bisschen so, ja, ich mache einen, okay. War aber schon so ein bisschen angenölt, denn ich habe schon einen Tag gewartet gehabt und habe dann gesehen, dass sie mich nicht mit in CK mit reingenommen haben. Ah, dann geht hier wieder ein Tag flöten, wo du eigentlich nichts großartig machst und deswegen war ich so ein bisschen angenölt. Aber nichtsdestotrotz bin ich kurz danach hier in diesem Clan hier gelandet, denn der Clan ist clever und smart. Smart bin ich sicherlich vor 30 Jahren gewesen. Clever bin ich, ja, hoffe ich, immer noch. Und schöner Clan hier, auch relativ voll. Hat 251 CK-Sterne und eine richtig nette Serie an Wins im Moment. Das heißt also 5 Clankriege in Folge gewonnen. Aus dem letzten gucken wir uns gleich auch ein paar schöne Angriffe an. Also hier wurde, glaube ich, auch, so wie ich das in der Clan-Beschreibung lese, in letzter Zeit ein bisschen falsch gespendet. Ist natürlich doof. Gerade hier, wo es ja dann doch schon die Truppen plus 2 Level gibt, da dann auch noch falsch zu spenden. Ja. Aber was das Spenden hier angeht, ich habe auch sehr, sehr lange hier teilweise auf Truppen warten müssen. Da wusste ich dann manchmal auch nicht wirklich, warum das hier so ist. Aber hier tut sich wirklich sehr, sehr lange mal nichts. Hier gibt es hier wieder so eine High-Phase irgendwo, so mitten im CK. Aber ich glaube, die Organisation läuft in diesem Clan hier ausschließlich viel im Hintergrund ab. Und so wie ich das hier so ein bisschen deute, kennen sich hier viele auch schon richtig lange. Also letzter CK ganz klar gewonnen hier im gegnerischen Clan. Sind ganz, ganz viele Leute weggegangen, schon während des CKs. Und auch das hat es ja schon ewig nicht gegeben, dass der Schief hier mit 2 Sterne nach Hause geht. Ich glaube, 3 Angriffe auf meine Base hier, auch von 2 RH9ern, die echt nicht gut angegriffen haben. Und da waren unsere Leute hier viel, viel cleverer, haben hier 2 im oberen Bereich nicht so wirklich Sterne geholt, aber das war auch gar nicht so wichtig, denn hier in diesem Clan ist die Midrange hier so ein bisschen wichtiger, also unten und Midrange, denn da brannte hier allerdings auch nicht viel an, auch wenn hier noch was offen ist. Hier haben noch einige ihre CK-Angriffe offen gehabt, haben sie dann nicht mehr gemacht, weil hier war deutlich gewonnen und sind auch nicht geflogen, deswegen, weil das sicherlich interne Leute sind, zweiter Counts oder so, ich kann es nicht genau blicken, aber trotzdem hier wurde hier schön angegriffen, gar keine Frage. Hier haben wir schön RH7 auf RH7 und das ist sicherlich auch das Plus dieses Clans hier. Durch die Bank weg gibt es ja alle Rathausstufen. Deswegen bin ich ja auch ganz froh, dass ich mit dem Chief in so einem Clan hier gelandet bin. Denn da kann ich natürlich am besten unterstützen, wo ich so ein bisschen natürlich RH8 mache oder auch mal ein starkes RH7. Oder auch ein schwaches RH9. Ja, also das ist ja so ein bisschen so die Range von so einem RH8 Max, wo du sicherlich so ein bisschen nach oben hin arbeiten kannst, wenn unten alles zu ist, ob das nun mit Locken ist oder mit Testfights, wie weit komme ich denn eigentlich mit meinen Truppen bei so einer netten RH9 Base oder so. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich immer wieder in solche Clans hier komme, wo ich stark unterstützen kann. Was sicherlich auch den Leuten hilft. Mir hilft das natürlich auch. Ich gewinne nach wie vor viel an Erfahrung hier, lerne viele nette Leute kennen und habe hier auch, denke ich mal, für die Truppe hier ganz gut angegriffen, habe hier gut mitgemischt. Wir sehen hier in RH9 noch mit RH8 Truppen, also mit RH8 Drachen auf Level 3 auf eine RH8 Base.
typisches Szenario, dass man erstmal ein bisschen was wegblitzt oder mit Erdbeben was wegmacht, aber ich denke mal, dass er hier auch noch nicht alle Zauber hat. Das heißt also, eine Zauberfabrik ist noch entweder, wenn sie im Ausbau ist, hast du ja keine Zauber, aber ist halt noch nicht gelevelt worden. Ich denke mal, ist ein relativ frisches RH9 hier, der Michael, und geht hier aber clever mit seinen Drachen durch. Die Luftdef, ja, war jetzt auch nicht so wirklich gut. Und also hier im RH bis RH9 Bereich, so die unteren RH9, waren die Bases auch nicht so wirklich gut. Also ich habe schon zu Anfang, hatte ich eigentlich gedacht, Mensch, der Gegner könnte ganz gut werden, weil wir doch im unteren Bereich so ein bisschen unterlegen waren. Ja, aber letztendlich ist hier nichts angebrannt, und dann hat man hier das CK-Programm abgespult. Den hatte ich mir eigentlich ausgesucht, aber als ich dann hier reinkam, für meinen zweiten Angriff hatte ich immer noch keine CK-Truppen, also CB-Truppen, Klanburg-Truppen. Und ich habe mir dann im zweiten Angriff irgendwas geben lassen, denn mit nicht voller CB ziehe ich auch nicht los. Da lasse ich mich auch nicht vom Weg abbringen. Dann musst du halt so lange fordern, bis die Klanburg voll ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Hab dann irgendwas drin gehabt, das sehen wir auch gleich. Aber selbst mit irgendwas kannst du irgendwas reißen. Ja, auch da immer wieder Mut zur Lücke. Da sehen wir hier gleich auch im RH9 und im RH10 Bereich so ein paar nette Angriffe, wo ich schon sagen muss, ja, das war krass, war gut. Da hat man sich zumindest Gedanken gemacht und wie man hier einen Gegner packen kann, auch wenn man nur einen Helden hat. Und da finde ich, sind die Jungs und Mädels hier clever. Ja, gar keine Frage. Clever und smart, das kommt ja aus einer Comicserie. Ich muss gerade mal überlegen, wie hießen die denn? Fred Clever, glaube ich, und Jeff Smart. Ja, der eine konnte sich, glaube ich, immer so komisch verwandeln, und was aber nie verwandelt wurde, war, glaube ich, immer, man sah immer noch die Brille und ich glaube die Nase. Ja, ist ein ganz witziges Comic-Pärchen, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber früher habe ich die auch gerne gelesen. Ist schon ein paar Tage her. Deswegen kann man natürlich solche Namen immer mit solchen Clans bzw. diesen Clan-Namen hier mit irgendetwas verbinden. Es hat also irgendeine Verbindung, welche auch immer. Während ich hier euch relativ schöne Angriffe zeige, aber man sieht das auch selber, ich hatte es ja eben schon gesagt, auch die RH9 Base ist hier, ja, nicht so wirklich stark, und der Fabi kommt hier mit einen Golem, Thorsten, Valkyren pack hier rein, und die rocken schon ganz gut ab. Und wenn du natürlich so eine relativ schwache Def hast hier, weil Valkyren sind ja nicht mehr so unbedingt der 3-Sterne-Heilbringer, aber bei so einer Def hier gar keine Frage, da lässt du die Horde richtig schön hier reinlaufen. Und guckt euch das mal an, wie viel Valkyren da hinten noch über sind, also ist der Hammer. Ja, das war jetzt sicherlich kein Overkill, aber das war schon sehr, sehr deutlich. So, ich muss eben mal einen kleinen Schluck Morgenkaffee nehmen und gucke mal, dass ich hier im oberen Bereich etwas erwische. Das ist der Schraube locker gegen, also 14 auf 14. Oh, das ist ja mal ein Gegenüberkampf, auch nicht schlecht. Die Base hier ist jetzt auch schon ein bisschen stärker, aber auch noch nicht komplett maxed ausgebaut, und auch seine Truppen sind noch längst nicht ausgebaut für R9. Da fehlt also noch der Hund. Ich denke mal, der ist aber in Ausbildung. Und lockt hier schön die Clanburg raus. Wird also ein schöner Laloon-Angriff hier werden. Und kommt hier schön mit der Queen jetzt. Die erledigt den Drachen, jawohl. Jetzt ist aber auch die Luftdef nicht ganz so stark. X-Bogen sind auch auf Luft gestellt. Aber die Level 1 Hunde tanken hier richtig stark. Und die Loons geben dieser Base hier natürlich ganz locker den Rest. Ich
glaube, da hat er sogar Pech. Das, ja, da hat er sogar Pech, dass die Lava-Welpen bzw. die Lava-Hunde nicht aufgeplatzt sind und er hier noch viel mehr Welpen in der Base hat. Ich glaube, er hatte danach auch geschrieben, er wollte noch umplanen, wollte nur zwei mitnehmen, weil er natürlich auch noch Maxed Out hier in der Clanburg hatte und hätte dann natürlich noch ein bisschen mehr Loons mitnehmen können. Aber minimal hier für ein Cleanup. Ja, 6 Bogenschützen, Queen, passt. Super Angriff hier. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Da gucken wir uns den Angriff von Peter an, aber wir nehmen mal diesen hier. Und zwar hat der Peter 2 Angriffe gemacht. Das ist ein RH10 auf einen RH9, aber nur mit einem Helden. Also Queen ist zurzeit im Ausbau. Und das fand ich sehr, sehr gut hier von dem Peter, dass er hier auch so ein bisschen Mut zur Lücke bewiesen hat. Also auch das, was mit einem Helden geht. Lockt hier zwar jetzt die Clanburg, das dauert schon ganz schön lange, aber später sind natürlich die anderen Truppen dementsprechend schnell. Der Gegner hatte hier in der Regel auch immer ein bisschen Fußvolk mit in der Clanburg, ob das eine Hexe war oder auch Magier. Und das hier war sicherlich schon ein bisschen unangenehmer, also die Hexe zumindest. Aber ja, die tut jetzt den Loons und den Lava-Welpen dann am Ende auch nicht so wirklich weh. Da ist der Babydrache da hinten sicherlich viel, viel gefährlicher, was die Def angeht, wenn du mit Lufttruppen kommst, denn die Skellies von der Hexe gehen natürlich nicht auf die Lufttruppen. Aber er schafft hier trotzdem die Clanburg und jetzt sind hier noch 2 Skellies über. Kann jetzt schon mit den Loons kommen und mit seinen Hunden. Also finde ich richtig gut, die Queen hier hinten auf Ecke. Also auch das kann man natürlich immer gerne machen, mache ich mit meinen RH9 Accounts eigentlich auch immer relativ gerne, dass ich dann zusehe, dass ich die Queen hinten mit meinem King schaffe. Genauso ist er auch vorgegangen hier. Setze hinten jetzt den King und der geht jetzt natürlich auf die Bogenschützenkönigin und packt die auch. Dann ist sie am Ende eliminiert, kann jetzt nichts mehr machen und er hat ja eine, guckt euch das an, wie viele Loons da noch in der Base sind, die jetzt noch gleich hier fürs Cleanup sorgen. Und es sind zwar noch einige Lager, die sind auch noch ein bisschen langsam, aber machen natürlich jetzt richtig fett Flächenschaden hier. Jetzt kommt er noch mit dem restlichen Cleanup, hat sogar noch einen Heilzauber hier über und noch 2 Lakaien. Also das war schon wirklich ein guter Angriff hier. Beide Angriffe von Peter waren in dem Stil hier und fand ich richtig gut. Waren schöne 6 Sterne hier im recht hohen Bereich. Man sieht das hier 7 auf 8 und 7 auf 9 hat er gemacht. Also es war schon wirklich richtig gute Angriffe hier und tatsächlich hier so der 8er, 9er, 7er Bereich ist hier so ein bisschen wichtiger im oberen Bereich. Ja, da brannte hier jetzt auch nicht wirklich was an. Aber der ein oder andere Stern hier oben ist sicherlich, tut dem Clan sicherlich auch gut. Aber die Elfer hatten hier ein bisschen Pech. Es war auch immer super knapp, muss man sagen. Und da kann man den Jungs und Mädels hier auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Denn das waren nach wie vor, sind das gute Angriffe, aber es wird dann halt nach oben hin auch, ich stelle das selber an meinem Zehner fest, es wird halt immer schwerer. Und auch wenn deine Truppen immer besser werden, deine Def immer besser wird, es wird einfach immer ein bisschen kleines bisschen schwerer für einen. Aber der Jo macht das hier richtig gut mit den Valkyren, geht hier gut durch, dann sind das hier zumindest ganz souveräne 2 Sterne. In dem Bereich hier mit noch einer ganzen Menge Prozent dahinter und das reicht in der Regel dann auch solchen Clans hier zum Gewinnen. Also man muss hier oben jetzt keinen 3-Sterner fahren, so unbedingt muss man sowieso nicht, wenn man schon sieht, dass so ein bisschen so die RH8er beim Gegner und auch die RH9er nicht so wirklich gut angegriffen haben. Und so holt schnaggelt er sich hier noch die letzten Lager jetzt außen noch mit ein paar Bogis weg, setzt jetzt auch noch den letzten. Ja, und jetzt guck mal, wie viel Prozente das am Ende sogar noch werden. Also, selbst wenn solche Kriege hier auf ein Unentschieden hinauslaufen, na, 87%, da fehlt echt nicht viel, ne? Das ist schon richtig gut gemacht hier. Ja, ich habe hier auch angegriffen, aber muss jetzt nochmal schauen, wo ich denn eigentlich meine beiden Angriffe platziert habe. Ich glaube, ich habe im ersten Angriff den hier genommen. Das ist ein relativ, es ist ein RH8, fast maxed, aber es war das erste RH8 oben.
Weiter hoch wollte ich mit dem RH8-Account jetzt nicht gehen, weil die Taktik hier war, 3 Sterne zu holen. Also nicht irgendwo 2 auf, 2 runter, sondern hier waren wirklich 3 Sterne. Und hier habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass hier nur Magier rauskam, denn die kann ich schön lange giften hier. Ja, guck mal, wie lange die da durchlaufen. Und vor allen Dingen, was man gerade gesehen hat, eigentlich war der Bogenschütze, war ja schon weg. Und es war nur noch dieser Geist von dem Bogenschützen da. Und trotzdem sind die da noch weiter hingelaufen. Ja, das war also auch so ein bisschen, ja, war ein bisschen Glück. Jetzt habe ich nur noch einen Bogenschützen da, der mein Golems da wehtut oder auch nicht wirklich wehtut. Und komme jetzt mit den Mauerbrechern hier ganz gut rein, denke ich mal. Weil ich brauchte auch nur durch die äußere Mauer hier durch auf der Ecke. Und schon war ich in der Base da drin. Ja, und konnte ein bisschen aufräumen. Mein King geht leider außen lang. Ja, war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber der gegnerische King ging glücklicherweise nicht auf meinen. Sodass ich weiter ein bisschen die Def beschäftigen konnte mit meinem King. Und habe dann versucht, so ein bisschen Surgical tatsächlich mal meine Hawks zu setzen. Das gelingt mir ja auch nicht immer. Aber hier ist mir das ganz gut gelungen. Also immer so 3 Stück pro Def in die Base reingelassen und klar fliegen da immer ein paar weg, da musst du mit rechnen, aber hab jetzt am Ende ein Riesen gesetzt und wollte die restliche Def hier unten um den Magierturm hier eigentlich ablenken. Ist mir nicht gelungen, war ein bisschen zu früh gesetzt, aber ich habe natürlich immer noch reichlich Hoxie in der Base, hab jetzt noch ein bisschen was fürs Cleanup rund um die Base und am Ende sind sogar nochmal hier die Doppelbombe und hier unten dann nochmal am Turm, aber auch das überleben meine Hawks alle. Und dann hatte ich die noch fürs Cleanup. Ja, war eigentlich, fand ich für mich, war ein ordentlicher Angriff. Die habe ich auch schon schlechter gehabt, wo ich ein bisschen mehr Pech gehabt habe. Also mehr Hawks fliegen weg oder habe halt die Riesenbomben total verpeilt. Aber hier war das ganz gut. Und hier hatte ich auch dann ein volles Bowler-Pack mit in meiner Clanburg. Das konnte ich beim zweiten Angriff leider dann nicht mehr machen, denn da habe ich ungefähr, weiß nicht, 10-mal gefordert und irgendwo hat sich keiner erbarmt, mir noch 2 Bowler in meine Clanburg zu tun, oder 3 waren es, glaube ich. Obwohl ich, ja, das fand ich jetzt ein bisschen schade, also das ist jetzt nichts gegen euch, aber ich habe ein paar Sekunden vorher einem RH10 die Clanburg voll gemacht mit dem Pekka, 2 Riesen und ich glaube irgendein Zauber. Und ich habe dann natürlich nicht penetrant gefragt, du mach mir mal gerade ein paar Bowler, sondern ja, das muss man einfach sehen, wenn jemand was fordert, macht ihm die CB einfach voll. Und im zweiten Angriff habe ich dann auch gesagt, komm, macht mir jetzt irgendwas rein, ich kann auch mit irgendwas angreifen, denn da war der CK sowieso schon gewonnen. Hab hier unten dann auch die Clanburg gelockt, da habe ich dann aber 2 Hawks einfach genommen. Ich habe einfach den nächsten jetzt nachgeschickt, weil ich gesehen habe, Mensch, das ist ja Level 1 Tesla hier oder Level 2, weiß ich nicht. Und jetzt komme ich zumindest an die Clanburg ran. Und ja gut, hier ist das jetzt, war schon ein bisschen trickiger für mich so als RA8, denn ich habe die beiden Gift nicht so wirklich gut geworfen, aber jetzt ist alles in Gift drin. Und was mir eigentlich nie gelingt, ist, dass meine Mauerbrecher mal eine Doppelmauer schaffen, also meistens schaffe ich nur ein Stück Mauer und das zweite Stück dann meistens nicht, da müssen dann meine Truppen durch. Aber ich schaffe mit den Mauerbrechern jetzt, hier unten seht ihr es an dem Golem, da wo der jetzt auch der King reingeht, dass ich hier voll in die Base reinkomme. Das war natürlich super an der Stelle. Und dann habe ich die erstmal laufen lassen, weil auch die Def hier bis auf den King in der Mitte nicht so wirklich stark war. Also die Golems tanken hier schon richtig gut auf. Die Kanönchen hier hinten und die kleinen Bogenschützentürmchen. Und auch hier wieder schön Surgical die Hawks reingesetzt. Hier unten waren es jetzt 2 Hawks, da oben sind es 4, dass die schön weiterreiten, weil ja, die gehen natürlich auch mal gerne in der Mitte. Hab jetzt aber immer noch 7 Hawks über. Da kommt jetzt mein Riese mal richtig raus, der tankt die eine Kanone. Ja, mein Gott. Ja, die Base war jetzt nicht ganz so stark und am Ende hier oben an dem Lager hier, beziehungsweise an der Zauberfabrik. Da kommt jetzt meine Mixed Clanburg raus mit 3 Max Loons, 1 Bowler, 2 Lakaien. Ja, war halt eine Clanburg. Ohne volle Clanburg wollte ich auch nicht losziehen. Und das mache ich dann ja auch nicht, sondern da nehme ich dann doch schon immer volle Truppen mit.
Aber ich brauchte jetzt auch nicht unbedingt die Bola hier. Ja, sehe ich auch ein. Deswegen war ich froh, als ich dann auch gesagt habe, ich brauche irgendwas, war meine Clanburg ganz schnell voll. Ja, also sind dann ja doch Leute da, die einem was spenden. Und deswegen, ja, ich fand, das war auch ein gelungener Angriff hier auf die offene Base. Und so haben wir hier clever diesen CK gewonnen. Der nächste wird etwas schwieriger. Aber ich bin froh, dass mich der Clan nochmal mit in CK nimmt. Fand ich absolut klasse. Ich habe auch erst nach einem Tag gesagt, eigentlich, was ich vorhabe. Den ersten Tag kamen hier ein paar neue rein. Ich war ja auch neu, war grün. Hab mal gefragt, nehmen wir alle Grünen mit? Jo, wir nehmen alle Grünen mit. Ja, sind alle Grünen, sind mitgekommen, einfach so in den CK hier, ohne dass man mich jetzt auch großartig gefragt hat, hey, wie heißt du, was machst du? Sondern ich habe dann erst den nächsten Tag gefragt, ob ich auch das Video machen kann. Mir haben zumindest die Vizes hier geantwortet. Ich habe den Anführer noch gar nicht erwischt hier. Deswegen bin ich froh, ja, dass ich hier weiter mit dem Schief rocken kann. Und so als Samstags-Zweitfolge, ja, finde ich das auch eigentlich ganz gelungen. Ich hoffe, ihr findet das genauso. Und wenn ihr nach wie vor mehr von mir sehen wollt, mehr Clash of Clans oder dieses komische andere Spiel, Clash Royale. Ich muss das mal so betonen, weil meine letzte Folge war ja wirklich grottenschlechte Angriffe. Aber ich bin noch mit einem trockenen Auge davon gekommen. Und auch mein Handy hat den Sturz überlebt. Also da braucht ihr keine Sorge zu haben. Also wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und vielleicht auch ein Abo. Und dann sehen wir uns, wenn der Thorsten wieder clasht.